und ordentlich in die Riemen legen. Das war heute auch in Kiel angesagt, bei der 12. Benefizregatta Rudern gegen Krebs. Durch die Einnahmen wird vor allem das Förderprojekt Sport zum Leben am Städtischen Krankenhaus in Kiel finanziert. Dieses Jahr konnten die Ruderer endlich wieder aufs Wasser, nachdem das pandemie- und wetterbedingt die letzten 2 Jahre nicht möglich war. Über 200 Ruderer, mehr als 120 Helfer und zahlreiche Gäste sagten durch die Veranstaltung dem Krebs den Kampf an. Es ist erwiesen, dass diese sportliche Betätigung gegen das Fatigue-Syndrom, das eine wesentliche Begleiterscheinung der Krebserkrankung ist, hilft, dass das wirksam ist. Und es ist etwas, das wir von den Krankenkassen so nicht finanziert bekommen würden. Hierbei wird deutlich, dass für mich nach der Erkrankung, nach der Behandlung unheimlich viel gebracht hat. Diese Bewegung, diese Aufnahme im Team. Mit den Spenden werden Sportprojekte für die Patienten finanziert.